Meine herzallerliebsten Zuschauer, willkommen zu einem weiteren Livestream, Live-Let's Play von mir, den X-Jan, wie versprochen Resident Evil Director's Cut. Warum als Stream und nicht als Let's Play? Ja, weil ich das Spiel auf der PlayStation spielen möchte und keinen Bock habe, meine Elgato rauszuholen. Ich dachte, ich streame mit der PlayStation 5 und ja, das machen wir jetzt einfach mal und ich hoffe, dass jetzt alles so läuft, wie ich mir das hier erhoffe. Ich muss mal kurz gucken, ob ich jetzt Ton habe, weil es klappt hier schon wieder gar nichts und deswegen sind Konsolen auch so scheiße, weil nichts funktioniert. Mit dem PC klappt alles wunderbar, aber hier habe ich halt hier wieder nur Stress. Aber ich hatte auch versprochen, mal die deutsche Version zu spielen, aber die habe ich leider nur für PlayStation und deswegen muss ich das Ganze jetzt hier auf Konsole machen und ich hatte auch keine Lust, meine Elgato irgendwie am PC anzuschließen, weil für so ein Spiel reicht die Capture Card in der PlayStation 5. Ja. Und ich würde gerne mal wissen, ob ich jetzt Ton habe, aber irgendwie öffnet der hier auf. Ach, es klappt heute einfach gar nichts. Es klappt heute einfach gar nichts. Ich habe richtig Lust, sage ich euch. Ich könnte schon wieder alles hinschmeißen, aber. Das bringt ja auch nichts. Man will ja irgendwie doch was auf die Kette kriegen, aber ja, irgendwas ist immer, irgendwas funktioniert nicht und es ist einfach nur traurig, dass es nicht immer so funktioniert, wie man will und generell auf streamen mit der PlayStation. Nee, wirklich Leute, investiert in PC, holt euch eine Elgato. Oder so, aber das geht gar nicht. Das ist hier furchtbar, ja. Ich kriege hier eine Krise. Ich habe schon 3 Stunden dran gesessen, mal hier die PlayStation-Kamera anzuschließen, ja. Bist ja mal, ich habe eine originale PlayStation 5-Kamera und der erkennt die nicht, ja. Das ist doch Twitch, also, ah. Das kann doch nicht sein, ja. So, jetzt mal kurz Test. So, ich höre mich und dann können wir auch anfangen. So, aber jetzt genug gemeckert, wir fangen jetzt endlich an. Ja, mein lieber Zuschauer, vielen Dank nochmal für euer Feedback in Resident Evil 1 Let's Play. Jetzt spielen wir Resident Evil Director's Cut, wie versprochen, auf der PlayStation 5, die deutsche Version. Nochmal vielen Dank an Sony, dass, ja, die Version, die kriegt man irgendwie umsonst, wenn man eine PlayStation 5 Mitgliedschaft, wenn man eine PSN Mitgliedschaft hat, dann kann man sich das Spiel wohl umsonst runterladen und es auch behalten. Ja, irgendwie habe ich es mal bekommen. Und ja, somit habe ich auch die deutsche. Ich hatte mir damals für die PlayStation 3 die englische Version geholt vom Director's Cut, aber die ist leider hart geschnitten. Und ja, die Director's Cut Version, die deutsche, ist auch geschnitten, ungeschnitten. Guckt euch gerne das Let's Play an von mir. Die PC-Version, die ist definitiv ungeschnitten, aber diese Version hier ist auch geschnitten. Und zu den Schnitts komme ich noch, aber wenigstens ist das Intro uncut. Ja, ich will die fortgeschrittene Version spielen und die ist gar nicht so einfach. Deswegen werde ich hier mal einen kleinen Trick anwenden. Der gar nicht mehr funktioniert. Doch, jetzt. Ja, jetzt finde ich doppelt Munition und das werde ich auch anwenden, weil der Director's Cut ist nicht einfach und ich hatte schon bei Chris mega viele Probleme und ja, deswegen werde ich das jetzt einfach so machen. So, jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Intro. Jetzt ist schon wieder meine Kamera aus. Ja, Fragezeichen. Warum auch immer, also so viel zum Thema, hier klappt alles. Hier klappt nämlich mal wieder gar nichts. So, Test. Jetzt meine Kamera an und wahrscheinlich wieder, ich bin weg, wa? Nee. Aber die Kamera ist immer noch nicht an, warum würden die nicht angezeigt? Also. Warum wurden die bei euch nicht angezeigt? Das ist ja komisch. Also das finde ich ja nun wirklich schon ein bisschen ulkig, ja. Also wirklich, also wer will mich hier verarschen? Twitch oder die PlayStation 5, ja? Also das finde ich ja nun schon
etwas komisch. Ah, ich habe die Kamera nicht positioniert und deswegen wird sie nicht angezeigt. Okay, jetzt geht's aber los, Leute. Oh, ich krieg hier gleich die Krise. Gut, wir fangen mit Jill an. Wie scheiße auf einmal die Originalversion aussieht, wenn man die gemoddete gespielt hat. So, jetzt halte ich aber meine Schnute. Jetzt kommt nämlich das Intro. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle Chris, of our mission. You haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Joseph ist tot, würde ich sagen. Mit Schwein. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was anders ist. Ich habe den Director's Cut nie gezockt. Chris Redfield. Das war damals auch geschnitten, weil er eine Zigarette raucht. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Yeah. Meine Becky. Wesker. Resident Evil. Ja, nochmal herzlich willkommen zum Director's Cut. Ich freue mich mega, dass ihr wieder den Weg auf meinem Kanal gefunden habt. So, ich bin mega gespannt und ich habe auch mega Schuss. Sieht Jill scheiße aus. Wow, what a mansion. Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this.
Ja, wie gesagt, wir spielen jetzt hier den Director's Cut. Ihr seht schon, Jill hat andere Stay alert. Klamotten an. Ja, und jetzt ist hier alles so ein bisschen anders und vor allem die Zombies sind, glaube ich, ein bisschen aggressiver. Die haben auf jeden Fall eine bessere Waffe. A dining room. Ja, und ich bin mal gespannt, was jetzt hier anders ist und wie das jetzt hier abgeht und so, wie das hier ablaufen wird. Also ich habe wirklich nie den. Hallo? Wie war denn hier? Hallo? Okay, man muss Touchpad drücken, ja, um ins Menü zu kommen. Und guck mal, wie verpixelt das ist, ja. Wir haben ja, wie gesagt, letztens gemoddet und das ist jetzt nicht mehr ganz so sexy, die. Ja. Alles ein bisschen anders. Ach so, ich wollte ja noch mal gucken. Wir haben jetzt, ach, wir haben immer noch die Barretta. Wir haben quasi immer noch die gleiche Waffe. Aber in der Directus-Version gibt es Distanzschüsse. Das heißt, wir können, wenn wir Glück haben, What? What is this? Köpfe zerplatzen lassen. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Ja, also wenn man Glück hat, kann man mit einem Schuss einen Zombie töten, indem man ihn die Rübe runterschießt. Aber das passiert random, also man kann das nicht kontrolliert machen. Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. So, jetzt kommen wir zum ersten Schnitt. In der PC-Version, ja, ist das hier alles ein bisschen blutiger. Und zwar rollt hier noch ein Schädel lang. Also der Knuss, ihr seht ja da den Kopf und in der PC-Version sieht man den Kopf da noch lang rollen. So, wir hauen erstmal ab. Das war der erste Schnitt. Nee, es war eigentlich der einzige Schnitt. Aber. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Ja, und zwar kann man in der Uncut-Version, also was ich irgendwie total komisch finde, weil in der geschnittenen Version kann man Köpfe zerschießen, aber in der Uncut-Version kann man auch noch Arme abschießen und Beine, weiß ich nicht, aber Arme auf jeden Fall. Das ist hier auch geschnitten. Ja, aber filmsequenzenmäßig ist jetzt alles Uncut. Das war der einzige Schnitt. Also ich kann euch definitiv empfehlen, wenn ihr die beste Version spielen wollt. Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Ja, wenn ihr die beste Version spielen wollt, dann holt euch bei GOG die PC-Version. Das Spiel gibt es jetzt bei GOG für 10 Euro. Für 25 Euro im Bundle. Da habt ihr alle drei Teile. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And Jill,
Here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. Ja, und Jill ist wohl eine Spezialistin für Schlösserknacken. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time I'll be there. Ja, und wenn ihr eine PlayStation 5 besitzt, ich glaube, mit der PlayStation 4 geht es auch, und eine Plus-Mitgliedschaft habt, dann könnt ihr euch das Spiel sichern, ja? Dann kriegt ihr das kostenlos. Und ihr dürft das Spiel sogar behalten, weil ich habe keine Plus-Mitgliedschaft im Moment. Und siehe da, ich kann es noch spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es bekommen habe, weil ich die PlayStation 3-Version mal den Director's Cut gekauft habe. Bei der PlayStation 3-Version war das ja die englische Version. Und jetzt habe ich irgendwie auf einmal die deutsche Version hier. Ja, also probiert es mal aus. Also ich glaube, wenn man Plus-Mitgliedschaft hat, dann kann man sich das Spiel sichern. Also wenn ihr wirklich auf der Suche noch seid, nach der deutschen Version, dann gönnt euch die auf jeden Fall. Eine Plus-Mitgliedschaft kostet ja jetzt auch nicht so das Geld. Und ja, man kann es wohl dann auch behalten, das Spiel. Also bei mir ist es geblieben. Ja, ich habe zwar noch das Original, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob die PlayStation 5 spielt die eigentlich PlayStation 1 Spiele ab. Also ich weiß, dass es bei der 3 geht, aber bei der 4 habe ich das nie probiert. So, wir gehen nochmal nach hier. Oh, ich laber viel zu viel, aber ja, das sind so Infos, die vielleicht wichtig sind, weil viele wissen gar nicht, dass man das Spiel quasi gratis kriegt, wenn man eine Plus-Mitgliedschaft hat. Und ja, ihr könnt es auch behalten danach, auch wenn die Mitgliedschaft dann abläuft. So, neben dem Schild befindet sich ein Hohlraum. Okay, da haben wir schon mal was anderes. Ja, hier ist das Schild jetzt noch nicht drin. So, ich muss jetzt mal gucken, wa? Wie das jetzt hier abläuft. Also ich habe auf jeden Fall ein bisschen Angst. Ist der Zombie jetzt? Das ist doch bestimmt ein neuer, oder? Nee. Das ist Kenneth vom Bravo Team. Der Stars. Ja, Bravo ist die andere Einheit. Wir sind die Alpha-Einheit und Bravo ist die andere Einheit, die sie vorgeschickt haben. Und wir sind jetzt quasi die Verstärkung, weil Bravo halt vermisst wird. Ja, und da haben wir schon eine Leiche. Ja, man findet hier auch ein bisschen mehr Munition, wie ihr sehen könnt. Und die werde ich auch brauchen. Nehme ich definitiv mit Kusshand an. So, und ich muss jetzt wirklich alles überprüfen und alles checken. Weil ich wirklich noch nicht weiß, was jetzt anders ist und so. Also es ist jetzt für mich quasi komplett blind. Also ich muss wirklich gucken, wo komme ich schon hin, wo komme ich noch nicht hin. So, guck mal, hier. Oh, hier, Dumm-Dumm-Geschoss benutzt. Warum Dietrich Dumm-Dumm-Geschoss in der deutschen Version heißt. Also für mich ist das ein Lackpick oder Dietrich. So, hier komme ich zum Beispiel schon rein in den Raum. Das ist ja cool. So, dann können wir ja hier vielleicht schon das Klaviergedöns machen. Das Klavierrätsel. Chill kann. Oh, ich muss mal kurz husten. Leider nicht muten. Nicht sehr professionell, mich husten zu hören und zu sehen. Aber was soll ich machen? Ja, die schöne Mondscheinsonate. Sesam, öffne dich.
Ja, jetzt haben wir bloß ein Problem, Ladies and Gentlemen. Wenn ich jetzt hier, ich kann es ja mal zeigen, das Ding hier schon nehme, passiert was Schönes. Ja, dann sind wir nämlich gefangen. Oh mein Gott. Und da wir kein Duplikat haben, müssen wir. Ich gucke trotzdem mal, ob hier noch irgendwas liegt oder so, weil es ist ja wirklich komplett alles anders. Ich muss wirklich komplett umdenken. Quasi wie ein neues Spiel, was ich aber irgendwie auch cool finde. Naja, mal gucken, wie das noch wird. Also ich bin auf jeden Fall mega aufgeregt. Ein bisschen bequemer. Ach, ich bin doch blöd. Falschen Knopf gedrückt. Ich habe noch die japanische Steuerung. Ich musste auf PC, weil ich gemoddet habe, mit japanischer Steuerung spielen. Jetzt muss ich wieder komplett umdenken. So, wir gehen erstmal auf die andere Seite, weil hier gibt es ja erstmal nichts zu finden. Nichts so. Ja. Reinkommen, oder? Brauchen wir den Rüstungsschlüssel? Ich denke mal, die Schlösser werden alle gleich bleiben, aber die Items, die sind wohl alle ein bisschen anders versteckt. So, und diesmal werde ich auch hier in den Raum mal reingehen. Da ist bestimmt ein Item, was wir brauchen. Normalerweise ist hier nur ein Farbband drin, aber ich gehe trotzdem mal rein. Oh, guck mal, wie gemein der positioniert ist, ey. Normalerweise kann man an dem vorbeilaufen. Ach, hier liegen gleich zwei. Ja. Und clever ist, kann man auch. Und das Fiese ist, der hat eine Blutlage. Ach, und ich bin schon auf Achtung. Na, das wird ja noch richtig lustig, Alter. Der hat mich doch nur gebissen. Schon fast tot, Alter, ja. Ja, der Director's Cut halt, war, der ist. Ja, da werde ich wohl auch hier und da mal sterben. Also ich werde definitiv sehr oft speichern. Ist mir aber scheißegal, ja. Ob mich da jetzt einer als Feige bezeichnet oder Noob, aber. Ja, es ist so, wie es ist. So, wir haben eine Karte, die ich eigentlich nicht brauche, aber ich nehme sie einfach auch mit. So, hier kommen wir schon mal rein. Was ich sehr begrüße. Alter! Das verreck ich jetzt schon, oder was? Ja, ich falsch Knopf gedrückt habe. Scheiß japanische Steuerung, ja? Ich jetzt wieder umdenken muss, ey. Wieder falsch Knopf gedrückt. Alter.
Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal zurücklaufen, Leute. Und einmal speichern. Aber warte mal. Nee, ich finde doch vielleicht, wenn da an der Ecke war, glaube ich, ein Kräuterle. Ricola, Kräuterle. Wo liegt denn das andere? Ja, hier liegt Kräuterle, Gott sei Dank. Kann ich mich schon mal ein bisschen heilen? Wahrscheinlich jetzt schon krepieren. So, hier komme ich nicht rein. Rüstungsschlüssel, okay. Ach so, ja, ich sollte mich vielleicht auch heilen. Oder nehme ich lieber das Spray? Ich glaube, ich nehme lieber das Spray. Normalerweise benutze ich ja keine Heilungssprays, aber hier werde ich sie wohl mit Kusshand benutzen. Aber egal, wen will ich was beweisen? Ich spiele das erste Mal Director's Cut und da kann ich so oft ein Spray benutzen, wie ich will. Das ist neu. Ach Mann, das ist doch gemein, Alter. Ja, fress dich satt, Alter. Arschloch, Alter. War so klar, dass der noch lebt. Schweinebacke, du. Ach, und jetzt bin ich schon wieder... Ja, auf Gefahr schon! Alter, das ist ja richtig schwer. Das ist ja richtig schwer. Das ist alles nur für ein Magazin, ja. Oh. Scheiß Vieh, du. Ja, aber so hat man auch Angst, wa? Also, das ist nochmal ein komplett anderes Spielerlebnis, definitiv. So, hier gehe ich auch nochmal kurz rein. Obwohl, ja, hier eigentlich noch nichts ist. Hier könnte ich mir jetzt eine Schrotflinte holen, aber da geht eine Falle los. Da brauche ich erstmal ein Duplikat. Ja, haut da rein, Alter. Nee, ich will erstmal speichern, bevor ich da reingehe. Ja, so will ich das und nicht anders. Puh. Da hatten wir unseren ersten Distanzschuss. Schnell mal nachladen. Farbbänder kriegt man wohl auch doppelt. Ich hätte lieber Heilung doppelt, ey. Ja, genau so. Schieß ihn hier rüber weg. Die Drecksau. Ja, da ist noch einer. Ja! Alle guten Dinge sind drei, Alter. Mach sie tot.
Da wartet er schon auf mich. Was ist denn hier für ein? Kommst du mal nach vorne, du Knusperkopf? Du Cornflakes-Zombie? Als wenn die auf Cornflakes laufen. Hey Buddy! Soll ich dich erst swingen, ja? Komm, frisches Fleisch. Ach, ist er wieder hingefallen. Er lebt doch noch, die Arschbacke. Oh, noch Kräuterle. So. Jetzt erstmal speichern, das wird mir gut tun. Ja, bitte. Ah, jetzt sag mir nicht, ich habe keine Memory Card. Ach, ich dachte schon. Bei der PlayStation 3, da muss man sich nämlich vorher eine Memory Card einrichten, ja. Und ich habe das mal nicht gemacht und dann konnte ich nicht speichern. Das war nicht so geil. Blödheit wird bestraft. Hart. So, das Messer könnte ich ja eigentlich theoretisch ablegen. Könnte ich. Und das will ich auch. So, wir haben gespeichert. Jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer. Und wir werden noch mal gucken, ob wir schon das Rätsel machen können mit den Tauben. Das Taubenrätsel, Krähenrätsel. Hier war da auch noch einer, ne? Nee. So, und diesmal werde ich auch alles schön vorlesen, das habe ich ja versprochen. Das Bild trägt den Titel Von der Wiege zum Grab. Ja, also leuchtet ein, hier sind halt Bilder, klein bis jung. Das Bild eines neugeborenen Babys. Da unten ist ein Schalter. Möchten Sie drücken? Ja, Siggi. So, hier haben wir schon mal das Baby. Hier haben wir das Kleinkind. Ein Bild von einem Kleinkind. Ja, will ich. So, dann haben wir ein Bild, zeigt einen lebhaften Jungen. Ja. Was ist das hier? Das Bild mit einem jungen Mann. Da unten, ja, möchte ich. Und das Baby haben wir schon. Bild mit einem müden Mann im mittleren Alter, genau. Eigentlich ganz simpel.
wenn man es weiß. Aber erklärt sich ja eigentlich von alleine, ist logisch. So, ja, und der alte Mann. Das Bild eines verwegenen, aussehenden alten Mannes. So, wenn man das nämlich falsch macht, dann greifen einen die fucking Krähen an, dann kommt Winston Raven und dann ist vorbei. Aber wir haben das clever gelöst, alle gut. So, und da haben wir auch schon unser erstes Windwappen. Und das könnten wir theoretisch auch gleich einsetzen. Das werden wir auch machen. So, da müsste noch ein Hundi sein. Ein Strunzhundi. Eine Strunze, eine alte Strunze. Komm her, du alte Strunzthöhle. Ah, der wartet doch nur auf mich. Oh, zwei! Komm her, Strunzi. Oh, der Director's Cut ist so mies. Wenn man das halt auch nicht weiß. Aber es ist trotzdem so gut, weil es, das ist wie wenn ich Resident Evil das erste Mal spiele wieder so, ja. Ich bin, das ist so gut, ja. Weil man halt, dass es jetzt auch wieder gruselig ist, weil man halt wirklich wieder nicht weiß, was ist hinter dem Raum, was erwartet mich und es kann hier wirklich alles passieren, ja. Oh, falscher Knopf. Es ist so gut einfach. Es ist so gut. Oh, und wenn Resident Evil 2 die PC-Version kommt, dann werde ich die definitiv modden. Da werden wir auch alles nochmal spielen. Und Szenario B weiß ich auch nicht, weil ich es auch nie gespielt habe. Da freue ich mich auch so drauf, auf dieses neue Szenario. Hau ab, du blöde Fliege. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe zocken. Oh, ich bin wieder Kind. Leute, es ist so schön. So, dann könnte ich mir eigentlich mal kurz was zu trinken holen, wa? Oh, das ist ein Zombie. Oder? Bin gleich wieder da. Ah, mein Steak muss auch noch im Kühlschrank. Ich bin sofort wieder da. So, meine Lieben, weiter geht es. So, und da oben warten sie ja schon, die Cornflakes. Oh, guck mal, wie fies der positioniert ist. Kann ich den irgendwie...
Na, das geht natürlich nicht. Alter, der war. Alter, das ist doch kacke. Hau doch mal ab da. Ich will die noch nicht in die Arme laufen. Alter, das geht so nicht. Hau ab, du. Fuck, Alter. Alter, ist das fies, ja? Mach ich denn das jetzt? Ey, ich muss nochmal zurück, Leute. Das ist ja echt krass, ja? Ich will ihn doch nicht instant in die Arme laufen. So, jetzt aber ganz schnell. Und für Horne, schnell! Knie vor mir nieder! Du Ungläubiger! Steh auf! Lump! Ah. Ich hab Angst. Ich sehe die Blutlage nicht. Da hinten ist auch noch einer, wa? Aber den lasse ich erstmal da hinten, weil. Ja, da komme ich erstmal am AA. Okay, hier komme ich noch nicht rein. Da brauchen wir einen Rüstungsschlüssel. Den haben wir nämlich noch nicht. So, den da hinten, den lassen wir erstmal chillen. Der Türknopf ist abgebrochen. Ja, und Leute, in meinem Let's Play, PC-Version, war hier so eine blutige Schrift. Und ich habe mich doch gewundert, warum da auf einmal blutige Schrift ist. Ja, die blutige Schrift, die hat man nur in der japanischen Version. Und ich musste ja das Spiel auf Japanisch stellen, weil ich es ja gemoddet habe. Ich hatte ja gesagt, die Mod funktioniert nur, wenn man es auf Japanisch stellt. Und ja, und deswegen war da diese blutige Schrift, die gibt es nur in der japanischen Version. Also falls ihr mein PC-Let's Play gesehen habt und euch wundert, warum die blutige Schrift jetzt weg ist, dann wisst ihr es. Ich hatte mich auch gewundert, wo die Schrift ist und ja. Lauf nach vorne. Alter. So schnell. Ja, ich gucke mal, ob da einer ist. Deswegen drehe ich mich immer um. Und wenn die dann automatisch zieht, dann weiß ich, dass da so ein Cornflakes-Freak ist. Ja, so will ich das. Das muss knautschen und platzen. So. Gucken wir mal. Da hinten, hier sind wir reingekommen. Guck mal, komme ich hier schon rein? Ne, von hier bin ich gekommen, wa? Fragezeichen. Und ich habe ja auch noch gar nicht den, ne, hier war ich noch nicht. So, und hier liegt nochmal das Botanikbuch. Letztes Mal hatte ich euch ja erzählt, dass das nur ein Tutorial ist, aber ich lese es diesmal trotzdem vor, weil ich euch ja versprochen habe, wenn wir die deutsche Version spielen, dass ich alles vorlese. Botanikbuch über medizinische Kräuter. Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, gibt es viele Pflanzen, die eine heilende Wirkung haben. Seit uralten Zeiten behandeln die Menschen schon Wunden und Krankheiten mit Hilfe von verschiedenen Pflanzen. Ja, das sind halt diese Pflanzen, die wir auf dem Boden, nein, die werden nicht gekifft, die reimen die sich in eine Wunde. In diesem Buch werden wir Ihnen als Beispiel drei Kräuter vorstellen, die in der Gegend rings um das Raccoon-Gebirge wachsen.
Also quasi die Arklay Mountain, wo wir uns gerade befinden. Raccoon City, da sind wir ja dann im zweiten und im dritten Teil. Raccoon-Gebirge wachsen und ihnen deren Besonderheiten als Beispiel für jene Pflanzen darlegen, die medizinische Eigenschaften besitzen. Jedes der Kräuter hat eine unterschiedliche Farbe und eine andere Wirkung. Als Heilpflanze, die grünen Kräuter bringen körperliche Kraft zurück. Die blauen Kräuter neutralisieren natürlich Gift, also ein Antipoison, während die roten Kräuter selbst keine direkten Eigenschaften besitzen. Die roten Kräuter wirken sich erst aus, wenn sie mit anderen Kräutern vermischt werden, also verstärken die quasi das Kraut. Ja, deswegen immer grün und rot mischen am besten. Und grün braucht man immer. Also man kann jetzt grün und rot mischen, aber man könnte jetzt nicht blau und rot mischen. Man könnte grün, blau und rot mischen. Aber grün braucht man quasi immer als Komponenten. Wenn Sie zum Beispiel diese roten Kräuter mit den grünen mischen, die ihre körperliche Kraft erneuern, verdreifacht sich der Erholungseffekt. Durch Veränderungen der Mengen und Versuche mit diesen drei Kräutern können Sie allerlei verschiedene Arten und Arzneien zubereiten. Die Feinheiten dabei überlasse ich Ihrem Fingerspitzengefühl, denn das ist der beste Weg, sich echten Wissen anzueignen. Ja, wenn man ein Biologe ist, also ein Botaniker. Ein Botanikloge, sagt man Botanik? Botaniker sagt man, oder sagt man Botanikloge? Ich sag, glaub, Botaniker nennt man das, wa? Oder Botanikerin oder Botaniker, ja, ich weiß es nicht. Aber man sagt doch nicht Botanikloge, oder? Nichts Ungewöhnliches, so war hier nur das Buch. Okay. War hier nichts mehr? Guck mal, hier ist doch noch ein Schrank. Nichts Ungewöhnliches. Okay, gut. Ja, dann können wir ja hier eigentlich erstmal wieder raus. Hier ist ja nichts. Und dann bräuchten wir irgendwie mal den Schlüssel. Den Schlüssel, dass wir hier weiterkommen, weil hier kommen wir ja überall noch nicht rein. Und höchstens nochmal auf die andere Seite. Gucken, ob da noch irgendwas Geiles ist. So, gehen wir mal hier rüber. Barry, voll erschrocken. Jill. Huhuhu. Don't scare me. That's what I was going to say. Aren't you supposed to be going over the first floor, Barry? Yeah, you're right. But just take a look at this. Armes Schwein. Der hat's auf jeden Fall It's hinter sich. forest. Oh my God. Und das passiert, wenn Winston Raven bei dir zu Besuch kommt. Und was du von seinen Krähen sagt. Oder The Crow. I'm going to find out what caused Forrest's death. It looks like he was killed by a Ja, der crow ist or auch vom something. Bravo-Team, der gute Forrest. Can you look around the first floor, Jill? Ja, da ist ja nichts mehr, da komme ich ja nicht so Okay. rein. Hey Jill, this must Hey. have been Forrest's. You don't have a weapon. Take this with you. Das soll ich mir nicht zweimal sagen. Die nehme ich mit Kusshand. Ja, die hat mir bei Chris so gefehlt, die Waffe. Die ist nämlich sehr gut gegen Hunters. Die wahrscheinlich hier auch noch richtig krass werden nachher. Das wird alles noch richtig geil. Das muss von Forrest sein.
Ja, die Kamerawinkel, die sind in der Director's Cut-Version auch ein bisschen anders, aber. Ja, aber in der PC-Version waren die auch so. Und ich guck mal eben, ob es hier. Hier soll es ja auch irgendwie noch einen extra Raum geben. Ach, fuck. Ich hasse das. Ja, hier sind auf einmal drei Zombies. Mann. Brauch immer so lange bis. Das Menü. Ja. Es dauert immer so lange, bis das Menü geöffnet wird. So, ich hoffe, Peter ist down. Der alte Cornflakes-Peter. So, und können wir noch was machen? Da steht der wieder auf. Alter, gut, dass der mich nicht gebissen hat, ey. Jetzt ist er aber tot, jetzt sehe ich die Blutlache. Gehabt, ey. Boah, wie nah die immer positioniert sind, ja? Krieg ich schon ein bisschen Angst. Ach, ich geh wieder raus, ey. Das hat keiner erzählen. Ich bin aber auch ein Rookie manchmal, ja. Das sind immer so totale Rookie-Fehler. Rookie-Fails. Und ich habe auch so das Gefühl, dass die. Wow! Dass die sich auch regenerieren. Wenn du rausgehst. Ich weiß es nicht. Okay. Ich lasse ihn erstmal kommen. Ja, ein bisschen Beckenbodentraining. Alter, wie lange braucht denn der? Ich glaube, da ist was rot, oder? Nee. So, jetzt ist aber Ruhe da. Ach, guck mal, hier ist ja jetzt auch noch eine Tür.
Ach nee, das war ja diese dieses Codeschloss. Ja, weiß ich bis heute noch nicht, was das auf sich hat. Vielleicht finden wir ja da noch was. Da kommen wir ja später rein. Ach ja. Das ist neu. Kommt da bestimmt noch einer. Ich wusste es. Ach Mann! Mann! Scheiß ekelhaften Drecksviecher, Alter. Oh, und hier, guck's dir an, Alter. Guck's dir an, gleich wieder hier. Übelst ge... Ja, das sage ich jetzt nicht. So ein Arschbacken, ja. Man findet hier kaum Heilung. Komm, gib mir Heilung, ja. Oh, hier ist überall Heilung, aber ich kann sie nicht aufheben. Vitamine und Serien. Aber ich kann speichern. Was ja auch schon mal sehr viel wert ist. Mann, der scheiß Allergie, das geht mir so auf die Eier gerade. Blöde Gruste. Heute den ganzen Vormittag muss ich nicht husten, ja, aber jetzt muss ich husten. Ich nehme mal kurz ein Cetirizin, ja. Ich bin gleich wieder da, sonst huste ich hier die ganze Zeit. So, weiter geht es, meine Lieben. Mir geht so der Stuhl. Früher bin ich immer noch ein bisschen überfragt, wie es jetzt hier weitergehen soll. Ich glaube, hier in den Raum kann ich noch rein. Oder auch nicht. Ja, jetzt sollte ich langsam mal den Rüstungsschlüssel kriegen. Boah. Ja, Alter, willst du mich verarschen, du Scheißvieh? Komm jetzt. Ja, die piept's wohl. Meine Munition hier zu verschwenden. Komm, schnell, schnell. Oh.
Oh mein Gott. So. Wir beruhigen uns jetzt erstmal. Das fand ich ja gerade ein bisschen doof, dass der sich da versteckt hat und ich den nicht getroffen habe. Ich brauche dann die Munition. Natürlich kann man in meinem Chat schreiben, ich habe das doch gelesen. Aber kann sein, dass ich da was außersehen verstellt habe. Aber ich habe es auf jeden Fall gelesen, was du geschrieben hast. Aber stimmt's, wird nicht angezeigt. Mann, jetzt stirb doch endlich. Ekel. Ja, er lebt immer noch, Alter. Mann, ey, scheiß doch die Kugeln nicht. Ich guck mal kurz, warum man nicht in den Chat schreiben kann. Aber, ich stream nämlich gerade mit der PlayStation und ich, keine Ahnung. Ja, jetzt müsste es gehen. Probier mal jetzt so, aber ich habe eigentlich gar nicht. Da war irgendwie Chat nur für Abonnenten eingestellt, aber ich habe das gar nicht eingestellt. So. Hat der irgendwie selber eingestellt. Ja, keine Ahnung, tut mir leid. Normalerweise würde ich so einen Dreck niemals einstellen, aber ja, konntest du irgendwie nicht schreiben, tut mir leid. Aber gut, dass du es mir gesagt hast. Jetzt weiß ich wissen Bescheid, weil ich hätte das selber nicht gemerkt. Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Twitch sich manchmal so ein bisschen selbstständig macht. Weil das sind doch so Sachen, die würde ich niemals einstellen. So, das ist doch dumm, wenn man sowas einstellt. Ist doch scheiße, wenn nur Leute so, die mit Bezahlung nur schreiben können. Ist doch assi, Alter. Auf die blöde Steuerung komme ich auch nicht klar hier. Das ist voll komisch, dass ich nicht Start drücken kann. Ich drücken, ja. So. Jetzt nehme ich mir mal die andere Waffe. Wir wissen ja, was jetzt kommt. Aber verarschen lasse ich mich nicht. Mit mir. Mir geht's super. Wie geht's dir? Hast auch gedacht, dass das nicht gewollt ist? Nee, so ein Arsch bin ich nicht. Sowas mache ich nicht. Ja, mir geht's super. Ich hoffe, dir auch. Tagebuch des Wärters. 9. Mai 98. Heute Nacht haben wir Poker gespielt. Mit dem Wachmann Scott sowie Alias und Steve. Vom Forscherteam. Steve hatte großes Glück, aber ich glaube, er hat gemogelt. Was für ein Mistkerl. Heute hat mich ein hochgradiger Wissenschaftler gebeten, auf ein paar neue Ungeheuer aufzupassen. Sie sehen aus wie Gorillas, die keine Haut haben. Man hat mir aufgetraten? Was ist das für ein Wort? Man hat mir aufgetraten? Was soll denn das für ein Wort sein? Was heißt aufgetraten? Man hat mir aufgetragen, aber doch nicht aufgetraten, Alter. Ist das ein Schreibfehler? Waren damals die Leute so blöd, dass sie in einem Videospiel Schreibfehler gemacht haben? Man hat mir aufgetraten? Man hat mir aufgetraten, sie mit lebendem Futter zu versorgen. Als ich ein Schwein hineinwarf, fingen sie an, damit zu spielen, rissen dem Schwein dann die Beine ab und zogen seine Gedärme heraus, bevor sie es dann endlich fraßen. 11. Mai 98. Gegen 5 Uhr heute Morgen kam Scott herein und weckte mich. Unerprobt kam Scott herein und weckte mich abrupt auf und er trug einen Schutzanzug, der wie ein Raumanzug aussah. Er forderte mich auf, ebenfalls einen anzuziehen. Ich erfuhr, dass es im Keller des Labors einen Zwischenfall gegeben habe. Das hat mich nicht weiter erstaunt, denn diese Gelehrten ruhen sich nie aus.
Nicht mal bei Nacht. 12. Mai 98. Seit gestern trage ich jetzt schon den lästigen Schutzanzug. Meine Haut wird runzelig und juckt ganz fürchterlich. Als eine Art Rache habe ich heute die Hunde nicht gefüttert. Jetzt fühle ich mich besser, Alter. Was bist du für ein Arsch, Alter? Alter. Ich bin heute zur medizinischen Versorgung gegangen, weil mein Rücken völlig geschwollen war und schrecklich juckte. Sie haben einen großen Verband um meinen Rücken gewickelt und der Doktor sagte mir, ich müsste den Schutzanzug nicht länger tragen. Ich vermute, heute Nacht kann ich gut schlafen. 14. Mai 98. Als ich heute Morgen wachte, fand ich eine Blase an meinem Fuß. Sie war sehr schmerzhaft. Als ich zum Hundezwinger ging, konnte ich schließlich nur noch den Fuß hinter mir herziehen. Die Biester sind seit dem Morgen ruhig. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich stellte fest, dass einige von ihnen abgehauen waren. Wahrscheinlich bekam ich mächtig Ärger, wenn meine Vorgesetzten das herauskriegen. Obwohl ich mich nicht fühlte, hatte ich mich entschlossen, Nancy mal wieder zu besuchen. Seit langer Zeit hatte ich heute das erste Mal wieder einen freien Tag. Heute hatte ich das erste Mal einen freien Tag, meine Güte. Ich kann das, es geht voll auf die Augen, diese Pixel-Grafik, aber ich liebe es trotzdem. Ich wurde allerdings auf dem Weg nach draußen von der Wache angehalten. Sie behauptet, die Firma hätte angeordnet, dass niemand das Gelände verlassen darf. Ich dachte, ich darf nicht einmal mehr telefonieren. Was für ein Spiel wird hier eigentlich gespielt? 16. Mai 98. Ich hörte, dass einer der Wissenschaftler, der versucht hatte, aus dem Anwesen zu entkommen, in der letzten Nacht erschossen wurde. Mein ganzer Körper hat heute Nacht gebrannt und gejuckt. Als ich an der geschwollenen Stelle an meinen Arm gekratzt habe, fiel ein Klumpen verfaultes Fleisch ab. Lebra, cool. Was zur Hölle passiert mit mir? 19. Mai 98. Fieber weg, aber jucken. Hungrig und Hundefutter gegessen. Kriege ich da nichts anderes zu essen? Kratzen, kratzen. Squad gekommen. Gesicht hässlich, darum getötet. Lecker. Jucken, lecker. Exit. So, was hat du geschrieben? Ich suche seit Monaten nach Therapie. Oh ja, Therapie ist richtig schwer zu finden. Musste dir von dem Arzt nicht eine Einweisung in eine Psychiatrie holen, aber eine Einweisung zum Psychiater, dann kriegst du sofort ein, wenn es ein Notfall ist. Also musst du dir beim Arzt sagen, dass es halt wirklich wichtig ist und du dringend eine brauchst und dann kriegst du von denen so einen Schein und dann müssen sie dich therapieren. Ich habe gerade ganz große Probleme. Ja, dann lass dir helfen, du. Lass dir helfen. Geh zum Arzt und sag denen, dass es dringend ist und dann kriegst du nicht eine Einweisung in eine Klapse, nicht falsch verstehen, eine Einweisung halt zur Therapie, wenn es ein Notfall ist. Oder vielleicht, was vielleicht auch noch helfen könnte, wenn es wirklich ganz dringend ist oder so, für den Anfang erstmal vielleicht so eine Dingensmann, wie heißt denn die Scheiße hier, nochmal so ein Koma-Ding oder so, Koma-Ding, weiß ich nicht, ob es bei dir sowas gibt, wie nennt man denn sowas hier, so ein Ding, wo du halt so ein Koma-Büro, wo du halt hingehen kannst und mit Leuten quatschen kannst, so. Krisenstelle oder Krisendienst oder irgendwie so. So. Ja, mit Angst. Angst ist nicht zu scherzen. Angst ist scheiße halt, aber da muss man durch. Also da muss man wirklich, auch wenn es schwer ist, die Arschbacken zusammenkneifen und sich irgendwie durchbeißen. Also letztendlich kannst du dir da auch nur selber helfen. Also ich glaube auch nicht so, dass du der Typ bist, der sich tonnenweise Depressiva reinziehen will oder so eine Scheiße. Also da musst du wirklich versuchen, irgendwie mit klarzukommen. Da kannst du dir wirklich nur selber helfen.
Mann, er lebt immer noch. So eine Arschbacke. Aber du weißt, dass man das hier alles lesen kann, ja? Es wird dann auch später noch bei YouTube hochgeladen. Also schreib lieber nicht zu Persönliches. Also ich lese mir das gerne durch. Aber gehe bitte davon aus, dass das dann später auch hochgeladen wird, ja? Also ich warne dich. Das ist öffentlich und das wird auch öffentlich. Das wird dann später noch hochgeladen. Also ich werde das jetzt auch nicht irgendwie zensieren oder so. So, jetzt gehen mir langsam die Ideen aus, wo ich noch hin könnte. Also der Rectus Cut ist gar nicht so einfach. Guck mal kurz hier nochmal rein. Ja, na dann ist ja gut. Ich wollte dich nur warnen, nicht, dass ich dann irgendwie von dir Ärger kriege oder so. Oder ich wollte dich nur darauf hinweisen. Leute, ich weiß jetzt, ich bin jetzt echt ein bisschen überfragt, ja? Ich muss jetzt mal ein bisschen gucken, was wir denn jetzt noch für Möglichkeiten haben. Also das ist ja wirklich komplett anders. Jetzt so, also der Director's Cut, also ich muss sagen, heftig, heftig, heftig. Ne, hier waren wir schon. Sehen, dass ich irgendwie einen Raum vergessen habe. Ich habe, glaube ich, einen Raum vergessen. Ja, außerdem interessieren. Dich interessieren Menschen, die es gegen dich auslegen wollen? Sind das für Menschen, wenn die sich über deine Krankheit lustig machen? Ist doch dämlich, sich darüber lustig zu machen. Mhm. So, neben den Schildbild. Ja, aber genau, das Ding brauche ich. Aber ich war noch in einem Raum, war ich noch nicht, genau. Ich war noch nicht in diesem einen Raum. Genau. Da, wo ich oben die Karte kriege, da war ich noch nicht in dem Raum. Genau, da werde ich jetzt nochmal hindüsen, weil das wäre jetzt der einzige Raum, der mir noch einfallen würde. Ja, dann werden wir das mal tun. Soll ich eigentlich ein Farbband beinehmen? Und wahrscheinlich muss ich auch noch in diesen einen Raum, wo ich diese Fake-Schrotflinte kriege. Aber da könnte auch noch was sein, außer die Fake-Schrotflinte. Da könnte vielleicht auch noch ein anderes Item liegen. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal in diesen. Ja, nee, ich muss auf die andere Seite. Wir gucken jetzt erstmal in diesen Raum, wo man mit dem Feuerzeug, wo man da diesen Ofen anzünden kann und die Karte bekommt fürs obere Stockwerk. Aber wenn wir da nichts finden, dann müssen wir wohl in den Raum, wo die Fake-Schrotflinte ist. Also, nicht wo die Fake-Schrotflinte ist, wo die Schrotflinte ist, aber die Falle halt ist so. Oder hier von den Türen ist irgendeine offen. Das kann natürlich auch sein. Aber das wäre doch zu einfach. So, und da hinten war ja auch noch ein Zombie, den müssen wir jetzt nochmal töten. Guck mal, wie er auf mich wartet, die Sau. Wen willst du hier verarschen? Guck mal, wie er da, Alter, egal, dass er mich dann auch gleich greifen kann, Alter, ne? Nee, du kommst schön her.
So will ich das und nicht anders. Du Arschbacke. Oh, ein Kräuterle. Naja, aber mehr ist hier nicht. Nur ein Kräuterle. Feuerzeug habe ich ja noch nicht. Und hier komme ich ja noch nicht rein. Ja, da muss ich wohl in diesen Raum mit den, mit der Falle, mit der Schrotflinte, wo die Schrotflinte ist und wo eine Falle ist. Aber vorher heile ich mich. Och man, ich drücke mal Start. Und ja, ich nehme definitiv die Bazooka. Auch wenn es jetzt ein bisschen Verschwendung ist, aber... Das ist mir so was von egal. Weil auf so engen Raum. Und die brauchen ja beim Director's Cut nur zweimal beißen und dann ist man down, ja. Da habe ich schon ein bisschen Respekt vor den Stinkmumien. Und ich habe ja auch nirgendwo Heilung, ja. Man findet hier auch so wenig Heilung im Director's Cut. Also ich muss sagen, der ist schon boah, sehr anspruchsvoll. Sehr, sehr anspruchsvoll. Aber das ist auch gut so. Das ist auch gut so. So, vorher gehen wir hier nochmal rein. Dann können wir noch ein Wappen einsetzen. Dann sind wir das auch schon mal los. Immer so ein bisschen vordenken. Wie spät ist denn das eigentlich? Wie spät ist denn das eigentlich? 17.30 Uhr, okay. Fuß. Mann, ich drück immer die Starttaste. Wer hat sich so einen Scheiß ausgedacht, dass man das Touchpad drücken muss? So, dann wollen wir es mal. Ja, hat er gut geklappt. Aber was jetzt natürlich nicht gut geklappt hat, hier ist natürlich nix. Also irgendwo, hä? Scheine ich ja irgendwo was vergessen zu haben. Ist doch scheiße jetzt hier. Also ich hätte jetzt echt gedacht, hier ist mehr. Irgendwo habe ich was vergessen. Weil hier bekomme ich jetzt nur die Schrotflinte, aber ich will nicht zerquetscht werden. Da hätte ich mir jetzt echt mehr erhofft. Sag mal, kann das sein, dass ich vielleicht... ich habe keine Ahnung. Irgendwo muss ich was vergessen haben. Wo bekomme ich dieses blöde Emblem her? Könnte ich hier nochmal kurz gucken auf dem Klo, aber da habe ich doch auch alles gemacht. War vielleicht doch noch was in der Badewanne oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist bei Chris was in der Badewanne.
Also wenn man mit Chris spielt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe auch noch nie den Director's Cut gespielt. Immer nur die Standard-Version. So, ja, dann würde ich sagen, gucken wir um nochmal im Flügel, ob wir da noch irgendeine Tür schon aufkriegen. Das wäre jetzt noch eine Möglichkeit. Hier habe ich, alles gemacht. Irgendwo muss ich was übersehen haben. Auf jeden Fall brauche ich noch das, das Gift für die Pflanze und das Emblem. Und das Gift für die Pflanze, das war ja unten in dem Raum nicht drinne, wie es in der normalen Version ist. Das haben wir schon festgestellt. Ja, da muss vielleicht irgendwo noch ein extra Raum sein, was ja auch sehr gut sein kann. Oder ich komme hier schon irgendwo rein. Oder ich habe, oder vielleicht liegt auch hier in dem Gang noch irgendwo ein Item rum, was ja auch sehr gut sein kann. Oder unten kann ja auch noch was rumliegen. Hier könnte ich vielleicht auch noch mal gucken. Draußen lag nichts, das hätte ich gesehen. Also zum Beispiel hier. Ne. Leute. Was machen wir denn jetzt? Mache ich erstmal Pause und mache mich schlau? Oder wollen wir noch ein bisschen suchen? Ich glaube, ich suche noch ein bisschen. Irgendwie kitzelt es mich auch ein bisschen, das selber rauszufinden. So, dann gehe ich hier auch noch mal rein. Dann könnte ich vielleicht doch noch mal in den Pflanzenraum gucken. Vielleicht ist da noch was. Vielleicht kann man da irgendwie schon was machen. Oder ich habe irgendwo einen Raum übersehen oder so. Weil ist ja der Director's Cut. Kann ja vielleicht auch ein extra Räumchen sein oder so. Ich habe die nie gespielt, also. Aber ich finde ihn mega spannend, also. So eine Scheiß. Wie ich mich vorhin bei den Hunden erschreckt habe, ja, ich. Wenn man das nicht weiß, ist das schon richtig fies. Ah, warte mal, mir fällt gerade was ein. Nee, bevor ich. Oh, mir fällt gerade was ein. Mir fällt gerade was ein. Ich habe einen Raum übersehen. Ja. Ich weiß, wo ich hin muss. Da kommt man nämlich ohne Schlüssel rein. Wir müssen noch mal auf die andere Seite. Ich habe da nämlich einen Raum übersehen. Das ist mir nämlich schon öfters mal passiert, dass ich den Raum übersehen habe. So. Ach Mensch. Es könnte so einfach sein, wenn man wüsste, wo man hin muss. Aber egal, ich finde das auch gut so, weil, ja,
bisschen Grips anstrengen, so ein bisschen nachdenken, so und weil das Spiel ist dann irgendwie, wenn man es einmal durch hat, dann ist es so einfach, ja. Dann ist es einfach nur noch, ja. Aber hier war doch noch ein Raum. Hier war doch noch ein Raum. Türknauf abgebrochen. Okay, dann bin ich jetzt doch ein bisschen überfragt. Aber wo war denn der Raum mit diesem Aquarium, wo man da... War der unten? Da gab es doch noch einen Raum mit diesem Aquarium, wo du das Wasser rauslassen musst und den Aquarium da, das Aquarium verschieben musst. Der war doch da oben. Oder bräuchte ich dafür auch einen Schlüssel? So, jetzt gucke ich mich hier nochmal kurz um, ob ich vielleicht die Pflanze da, ob ich vielleicht das Gift übersehen habe oder so. Aber hier liegt nichts. Ach! Jetzt sagt mir ein Alter. Okay. Ist ja lieb und nett, ja, aber bringt mich jetzt auch nicht weiter. Oh! Okay, dann holen wir uns schon mal die Schrotflinte. Wissen etwas. Aber es bringt mich jetzt auch nicht weiter. Ach Mensch, Spiel. Warum ärgerst du mich? Bin noch dein größter Fan. Aber die hätte ich nie gefunden. Die hätte ich nie im Leben gefunden, wenn ich da jetzt nicht nachgeguckt hätte, ja? Ich habe da noch nicht mal was blitzen gesehen oder so, ja? Aber es bringt mich trotzdem nicht weiter. Es ist so frustrierend. Aber egal, gehört dazu. Ja, die Leute, die ja dann später bei YouTube gucken, die können ja dann vorskippen. So. Was kann ich hier nicht benutzen? Willst du mich verarschen? Piept's wohl. So, haben wir auch die Schrotflinte? Die ist schon mal ein Schritt weiter. Oh Gott! Kann das sein, dass vielleicht unten im dass vielleicht unten im Flügel, warte mal, ich gehe noch mal in den Korridor hier, dass vielleicht da noch was auf der Kommode lag oder so. Das kann ja auch gut sein. Wir müssen ja komplett umdenken. Es ist ja wirklich komplett ein ganz anderes Spiel jetzt und kann natürlich sein, dass da auch noch irgendwo was auf der Kommode liegt oder hinter der Kommode oder so, das hatten wir ja verschoben, aber ich probiere es trotzdem noch mal. Aber man muss ja wirklich komplett umdenken jetzt. So, hinten in der Ecke waren wir. Da, wo der Assi mich gebissen hat. Blöde Assel-Zombie. Das ist ein hübsches Landschaftsbild. So, vielleicht ist hier. Also, hier kommen wir noch nicht rein. Das haben wir schon probiert. Da brauche ich auch einen Rüstungsschlüssel. Aber wo finde ich den fucking Rüstungsschlüssel? Normalerweise kriegt man den, wenn man die Pflanze kaputt macht. Also ist jetzt die Frage, wo kriege ich das fucking Gift?
Fragen. So, hier konnte ich ja auch nichts machen. Das Emblem, das ist nicht drinne. Das Emblem ist nicht da, wo es sonst ist. Das muss auch noch irgendwo liegen. Geschirr, Besteck. Kann ich die Uhr vielleicht so verschieben? Nee, da war ja noch das goldene Emblem in dem anderen Raum. Ja, ich sehe schon kommen. Ich muss mir wohl ein LP angucken. Aber ich will das nicht, dann werde ich ja gespoilert. So. Ich will das nicht. Vielleicht ist hier hinten noch was. Ich kann mal hier hinten auch noch was übersehen. Das ist Kenneth vom Bravo-Team. Der Stars. Er ist kaum noch zu erkennen. Ist klar, wenn er keinen Kopf mehr hat. So, hier hinten komme ich auch. Vielleicht war hier in dem Raum noch was. Können wir natürlich auch noch mal kurz searchen. Weil hier irgendwo muss ja was liegen. Mal, liegt da nicht was auf dem Tisch? Mann, rast doch hier nicht immer so, Alter. Das ist eine 50er-Zone, ihr Idioten, ey. Können da nicht mit 100 Sachen durchs Dorf fahren, Alter. Sind die bescheuert? Und die armen Schweine, die es eilig haben und zur Arbeit müssen und dann mal 10 km/h schneller fahren, die werden dann geblitzt. Aber so eine Arschlöcher werden nie erwischt, ja? Blöden Arschbacken, ja? Kann ich gar nicht leiden, so eine Raser, ja? Man kann doch nicht mit 100 Sachen durchs Dorf fahren, ja? Scheiß Motorradfahrer, Alter. Drehen auch noch auf der Tube und machen Krach, weil sie was kompensieren müssen, ja? Natürlich kann man nicht alle Motorradfahrer in eine Schublade stecken, aber... Ich hasse so eine Motorradfahrer, wirklich, die dann immer so extrem aufdrehen und so und dann so laut einen Starter machen und so. Da krieg ich so eine Krawatte, Alter, wirklich, ey. Kann ich nicht schleien, so ein Packer, Schisse? Ja, aber ich meine natürlich nicht alle Motorradfahrer, aber... Gibt's ja auch Autofahrer, die Scheiße fahren, also. Aber ja, ich mag's einfach nicht. Gibt's auch Fußgänger, die Assis sind oder Fahrradfahrer, ja, also. Asseln hast du überall. Wo denn kriegst du nur Asseln? Nein, Spaß. Oh mein Gott, Alter. Ich hier mal laber. Ja, ich habe gerade Langeweile, deswegen laber ich hier auch so einen Dünnpfiff. Ich würde jetzt gerne weiterspielen. Oder weiterkommen. Weiterspielen kann ich ja. Ich kann ja hier sinnlos durchs Haus laufen. Aber da kommen wir auch nicht auf den Nenner. So, hier könnte ich noch mal gucken. Aber da komme ich ja nicht durch, weil ich ja dann von der Pflanze penetriert werde. Nee, die haut mich. Die haut mich ja, die Arschbacke. Da habe ich wahrscheinlich schon 3000 Mal jetzt vorbeigelaufen an den Raum. So, also mir gehen jetzt wirklich langsam die Ideen aus. Dann frage ich doch mal den Nikolaus. Und dann holt er die Route raus, weil ich nicht weiterkomme, weil ich zu blöd bin. Da komme ich noch nicht durch. Vielleicht habe ich hier in diesen
Raum noch was vergessen? Das ist natürlich jetzt blöd. Blöd. Nee, hier liegt nur ein Farbband. Juhu. Bringt mich jetzt wirklich weiter. Yay. Ist jetzt genau das, was ich gesucht habe. Ein Farbband. Leute. Ja. Was soll ich euch dazu sagen? Da muss ich wohl das alles nochmal hinterfragen. Das heißt, wir machen morgen weiter. Es tut mir leid. Aber es wird auch immer später und ja, dann mache ich mich lieber nochmal schlau und würde dann jetzt sowieso Armut essen wollen und ja, tut mir leid, dass dann am Ende nicht mehr so viel passiert ist, aber ja, es ist so wie es ist, wa Leute, es tut mir leid. Aber wir werden hier auf jeden Fall weiterspielen und ja. Die Leute, die bei YouTube schauen, ich würde mich sehr über Liebe freuen. Lasst ein Like da, teilt das Video. Schreibt was Nettes runter, ich werde euch antworten. Ja, und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn du nichts verpassen willst. Und schaut doch auch gerne mal bei Twitch vorbei. Da würde ich mich mega freuen, wenn ihr mich vielleicht mal live entdecken wollt. Dann ja, einfach mal bei Twitch ein kostenloses Abo dalassen. Vielen lieben Dank. Ciao. Bis zum nächsten Mal.